Hallo und willkommen zurück zu Mafia Definitive Edition. So, und da sitzt wer auf der Bank? Sind wir das? Nee, das ist unser Boss. Ich bin sofort hergekommen. Ja, so schnell ich wollte, konnte, musste. Was denn los, Boss? Wir haben einen Maulwurf. Nein. Nein. Wer? Die erkennt man doch leicht, die sind klein und pilzig. Nachwachen habe mir das Hirn zermartert. Irgendwann dachte ich, vielleicht ist es einer von uns, der nicht genug verdient. Jemand mit leichter Brieftasche, der eventuell bei Morello anklopft. Frank war nicht da, also bin ich zum Safe, um die Bücher durchzusehen. Er bei uns möglicherweise zu wenig verdient. Und ich bin's? Was kam heraus? Die Bücher sind weg, Tom. Scheiße. Frank. Ernsthaft, Frank? Das glaube ich nicht. Jeder Dollar, den wir verdient und ausbezahlt haben, steht in diesen Büchern. Wenn er sie den Behörden gibt, sind wir erledigt. Warum soll Frank das machen? Nur eine Person in der Stadt und das sind Sie. Das muss ein Missverständnis sein. Ich rufe ihn ständig an. War bei ihm zu Hause. Er ist weg. Frau und Kind auch. Das ist mal eine Wendung. Kann doch gar nicht sein. Aber warum? Der hat uns doch irgendwie 5 Jahre später Finanztipps gegeben. Er wird seine Gründe haben. Vielleicht hat er den Hund nie vergessen. Den Sie ersäufen wollten. Ja. Als ich ihn nicht ersäufen durfte, habe ich ihn abgeknallt. Was? Ich war ein dummer Junge, Tommy. Aber ganz egal, wir brauchen diese Bücher zurück. Ja, das sehe ich auch so. Vielleicht weiß jemand was. Ja, vielleicht ist das auch in 1938, also im gleichen Jahr, wo Frank mir holt diese Bücher. Finanztipps gegeben hat. Wenn er sie nicht bei sich hat, quetscht du aus ihm heraus, wo sie sind. Danach musst du, was getan werden muss. Ihn küssen? Ach, ihn umbringen. Natürlich. Ich will meine Schrotflinte. Ernsthaft, Frank? Er wartet mit einem sauberen Wagen auf dich. Ein Maulwurf? Das hätte ich nie von ihm gedacht. Naja, ich bin ja gerade auch eigentlich am Erzählen und meine ganzen Leute hier am Verpfeifen. Naja, bin wohl nicht besser. So, hi, ein Wagen, bitte. Das darf nicht ans Licht kommen, Tom. Fang mit Biff an, aber gib ihm nichts. Ich habe hier einen neuen Wagen. Und hier ist noch was, wenn du willst. Ja. Abgesägte Schrotflinte. Nehme ich. Probiere ich aus. Sieht Frank eine Lupara? Weiß er Bescheid. Alte Schule. Sehr gut. So, hier liegt noch was zum Aufheben. Ein schönes Dime Magazine. Und hier ist ein grünes Auto. Ja, damit. Ah, ist das toll. So, dann wollen wir mal Frank killen. Hat mir eh zur Sparsamkeit geraten. Da kann nichts Gutes bei rauskommen. Hui. Oh, das fährt sich wieder so geil. So. Ernsthaft, Frank? Vielleicht wird er erpresst. Ich meine, dass ich umknicke, klar. Also, ich habe kein Rückgrat und bin nur für die Moneten drin. Aber Frank? Naja. Was soll's. Wir werden es ja gleich erfahren. Denk aber, irgendwas wird da faul sein. Jetzt passt doch mal auf, wo ihr hinlauft. Könnt nicht ständig vors Auto hüpfen. Frank! Du weißt Bescheid, wenn du meine Knarre siehst. Wurde mir zumindest so kommuniziert. Oh, der ist sonstig, das ist doch nett. Und der wohnt hier? Hallo? Was ist los? Gar nichts. Hi, Biff. Hallo? Gibt's irgendetwas Neues, was den Don interessieren könnte? Vielleicht.
Was wär's dir wert? 20 Kreuzer. Besser 40? Gut, dann raus damit. Das FBI ist hier. Morello hat denen was gesteckt, aber ich weiß nicht was. Wer sagt das? Hier? Little Tony hat einen Typen in Black Cat abgefüllt und nach Hause gefahren. Hat hübsch gezwitschert. Frag ihn. Okay. Dann frag man mal das Vögelchen. Danke. Immer ein Vergnügen, Tommy. Ich hab ihm gar kein Geld gegeben. Naja. Wird bestimmt per Rechnung kommen. Sind ja hier alle Profis. Schöne Lampenjungs da oben auch noch. Wohnt er einfach auf der anderen Straßenseite? Nee. Da müssen wir das Auto nehmen. Ein Glück. So schön Radio wechseln. Dass der nicht einfach Englisch reinquakt hier. Das ist dann so schwierig, sich konzentrieren zu müssen, was zu sagen. Aufs laute Radio zu achten. Und irgendwie noch Unfallvermeidungsstrategien anwenden. Die man irgendwie vor 10 Jahren in der Fahrschule gelernt hat. Hupen war eins. So. Dann sind die anderen schon gewarnt, dass hier ein Vollidiot am Steuer ist. Dann können die mir ja ausweichen. Find das praktisch. Schön Platz machen. Schön Platz machen. Ich hab's eilig. Die Bücher dürfen nicht gelesen werden. Ich wiederhole, die Bücher dürfen nicht gelesen werden. Gesundheit. Ich glaube, da hat jemand genießt. Vielleicht war das auch mein Kaninchen, ich weiß es nicht. Ja, hat auch einen. Tja, da bin ich jetzt schuld. Entschuldigung, Lady, ich kann nicht Auto fahren. Hi. Ist alles okay, Tom? Ja, ja, alles gut. Ist es nicht. Was war das mit dem Typen, den du heimgefahren hast, von den Feds? Der wollte erst nur einen Drink. Am Ende waren es 10. Hat Leute für eine Art Unterschlupf gesucht. Ja, dann räuchern wir den Unterschlupf aus. Ecke Palm. Hat 10 Mäuse gezahlt, damit ich ihn zurückfahre und den Mund halte. Hat verraten, dass Stadtrat Gilotti einen Deal zwischen Morello und dem FBI vermittelt hat. Okay. Die haben da drin jemandem aufgelauert. Warum okay. Hast du nichts gesagt? Tom, das hab ich. Frank weiß Bescheid. Hat er dem Don nichts gesagt? Nein, nein hat er nicht. Oh. Was ist los? Ja, das finden wir jetzt raus. So, hier ist noch was zum Einsammeln. Einsammeln. Ich will Zeug einsammeln. Ach, da hinten liegt's. So kleine Interaction-Buttons. Na, die hat aber einen süßen Bikini an. Ist eine Meerjungfrau. Beziehungsweise, nicht Meerjungfrau. Wurde nur als eine gezeichnet. So, Radio wieder wechseln. Keine Ahnung, wer das in der Zwischenzeit immer feststellt. Wieso fährt die Schrottkarre rechts neben mir so schnell? Wieso bin ich so langsam? Ach, wisst ihr noch, als wir Taxi gefahren sind, um unsere Brötchen zu verdienen? Ach ja. Und jetzt sind wir nur noch am Leute töten, Maulwürfe mit Pestiziden von unserem Acker fernhalten. Also, metaphorisch gesprochen. Vielleicht ist Frank auch hier nur am Beschützen vom Don. Der hat irgendwas mitbekommen und ich will nicht so viel spekulieren. Ich habe keine Ahnung. For you, ist es ein Gefängnistransporter? Keine Ahnung. Irgendwas wird er transportieren. Und wenn es Gefängnisse sind. Ich hab's eilig. Ey, der drückt ja gar nicht auf die Hupe. Ich hupe und der bewegt seine Patscherchen nicht. Sowas. Vielleicht betätigt er die mit dem dritten Arm. Boah. Wir können echt nicht Auto fahren hier. Das liegt nicht nur an mir. Das ist eine richtig, richtig coole Stadt. Letztes Mal hat man ja so eine geile Atmosphäre bei Regen und in der Nacht. Hier bei Sonnenschein auch richtig prachtvoll. Und ich finde es schön, dass man hier ein bisschen Wege hat. Kann man die Autos ein bisschen ausfahren. Wäre natürlich toll, wenn sie doppelt bis dreimal so schnell wären. Oder so einen Nitro-Knopf noch hätten. Und das wird dann ein bisschen die Immersion brechen. Aber es wird die Autos schneller machen.
Na gut. Und hier ist der Unterschlupf von den FBI-Typen. Was schlupfen die denn da unter? Ah, wir sind angekommen. Musste ich nicht mal einparken. Ah doch, ich park gerade ein. Oh je, einparken in 5,5 Zügen. Ah, das Auto hat noch keine Seitenspiegel. Hat man wohl damals nicht für nötig empfunden. So, Frank, was willst du denn mit den ganzen Leuten hier? Ja, Auto muss auch starten. Ein Glück sehen die mich nicht. So, ich muss wahrscheinlich Abstand halten. Frank. So, total unauffällig weit hinten zu parken. Das fällt niemandem auf. Wird ich hier so fahren, wird jemand so hinter mir fahren und hier extra diese 15 Meter Abstand halten, wenn es nicht sogar 30 sind, dann wäre es extrem verdächtig. Vielleicht können wir ja, wenn er anhält, auch dicht auffahren. Ich glaub's nicht. Das war in keinem Spiel, das ich bis jetzt gespielt habe, der Fall. Da muss man immer auf Distanz gehen. Obwohl in GTA konnte man schon relativ ranfahren an den Ampeln. Oh je, die haben mich leicht gesehen. Und jetzt nicht mehr. Ist das nicht schön? So, jetzt sehe ich sie noch hinter dem Truck. Können wir sie ein bisschen in Sicherheit wiegen lassen. Und die wollen auch nach links? Na gut. Ne, die wollen nach rechts. Keine Ahnung, warum sie nach links zuerst geblinkt hatten. Da habe ich mir auch verschaut. Ich bin total unauffällig. Naja, hör mal auf zu labern hier. Ja, irgendwie was wird ihn treffen. Und wenn es der Schlag ist. Oder eine Kugel. Oh, jetzt labern die auf jedem Sender. Ist ja gut. Ah, ich kann ranfahren. Ist das nicht schön? Ja, ich glaube, ich habe mich einfach geirrt. Ich bin so paranoid bei diesen Verfolgungsmissionen. Dabei verfolge ich doch die anderen. Und fühle mich selber verfolgt. Das ist ein bisschen paradox. Uiuiuiui. Da ist mein Balken aber größer geworden. Das ist mir zum letzten Mal als Teenager passiert, ohne dass ich es wollte. Na egal. Ah, endlich wieder fetzige Musik. Guck mal, die können nicht Auto fahren. Steht komplett über der Linie. Warum denn zum Flughafen? Können doch gar keinen. Wollen die dich außer Landes schaffen? Bist du jetzt im Zeugenschutzprogramm? Dann machen sie das nicht besonders professionell. Hier wird offensichtlich jemand verfolgt. Und das noch in so einem auffälligen grünen Cabrio. Hm, die sind ganz schön schnell unterwegs. Haben's wohl etwas eilig. Ja, gut. Ganz schön was auf dem Kasten, die vor uns. Also rein pferdestärkenmäßig. Lost Heaven Airport. Oje, 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 oje. Dafür kann ich nichts. Weiter mit der unauffälligen Tour. Tja. Ach ja, gibt hier keine. Doch, da gibt's Rückspiegel. Einen auf der Fahrerseite. Okay. Anscheinend war die Technik wohl schon so weit. Mist, das ist nicht gut. Natürlich ist es nicht gut. Da kommen wir ja gar nicht mehr an die ran.
So, her mit meiner abgesägten Schrotflinte. Ach, ich mag die Mission wieder. Seht euch mal die coolen Autos hier an. Ich will so ein Polizeiauto mal fahren. Wäre ich doch nur auf die Seite der Gesetzeshüter gegangen. So. Einmal hier unauffällig durchs Dickicht. Dann schauen wir mal. Kann ich da einfach eintreten? Wahrscheinlich nicht. Wird bewacht. Hinten sieht's doch gut aus. Einfach nur ein Arbeiter, der da auch rein muss. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Servus. Oh, schön hier. Informant. Handover. Um 12 Uhr der Airport, der Flughafen wird dicht gemacht. Um 13 Uhr. Okay, Informant und das FBI verlassen das Safe House. Um 13.15 Uhr. Informant wird ausgetauscht und wird zu Hangar 5 gebracht. Wie get accounts, book of the informant, landed over. Ah, die kriegen die Bücher, nachdem der Informant, also Frank, übergeben wurde. Ist es also doch ein Spitzel. Das ist nicht gut. Auf zu Hangar 5. Kommen wir hier durchs Fenster raus. Völlig unbemerkt. Wen habt ihr? Habe ich das richtig gemacht? Oder richtig falsch? Die hat ja nur zwei Schuss, habe ich noch was anderes? Natürlich nicht. Entschuldigung. So. Nee, ihr macht hier niemanden kalt. Ich mach hier euch kalt. Nein. Na gut, wäre vielleicht besser, den Checkpoint neu zu starten. Kann ich nicht mehr schießen? Doch. Das hat geklappt. So. Ich hätte gern deinen Revolver. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Wofür brauchst du Deckung? Nein! Hast mich erwischt. Ich hatte so eine gute Taktik. Und einen relativ dämlichen Gesichtsausdruck. Oh je, das wird am nächsten Tag Schmerzen geben. Letzten Kontrollpunkt. Ich glaube, das machen wir einfach nochmal ein bisschen sinnvoller. Also, das dürfte nicht schwerfallen. Einfach rauszugehen und zu schießen ist nicht das Beste. Jetzt sind wir aber schon hier. Hier haben wir ein paar Molotow-Cocktails. Interessant, dass die einfach so am Flughafen sitzen. Warum nicht? So, dann nehmen wir einmal ein Autochen. Vielleicht ein bisschen Munition. Handgranaten. Ja, damit. Ich würde sagen, wir können fahren. Können wir fahren? Einsteigen? Wir können nicht fahren. Kann ich schleichen? Nö. Alt. Deckung umrunden. Bin schon rund genug. Nein! Nicht treffen! Du hast eine schöne Waffe, die nehme ich. Nein! Nachladen. Wo war Munition, wenn man sie braucht? Tschüss. Da draußen steht Munition. Au! Wieso macht ihr das mit mir? Ich will Handgranaten. Da sind Handgranaten. Wie werfe ich die eigentlich? Ist doch so eine super Frage. Du wurdest mir nicht auf der Minimap markiert, Kollege.
Ja, ich kenne sie Blut. Es ist nicht gut, wenn man so viel blutet. Da gebe ich dir recht. Handgranate! Ich glaube, die hat was getroffen. Da kommt doch einer. Nein! Ja, das war nicht sehr realistisch. Cocktail! Nein! Interessante Sterbeanimation. Ja, würde sagen, Volltreffer von den Feinden. Okay, wir gehen das jetzt noch einen Schritt sinnvoller an, obwohl ich das ganz gut fand. Bis auf das Ende lief's ja. Erstmal nachladen. So, Munition. Brauchen wir im Moment noch nicht. Hab ich was zum Werfen oder muss ich das jetzt einsammeln? Ich glaube, ich muss es einsammeln. So, dann wollen wir mal. Und jetzt sind wir am Drücker. Brennt! Wieso brennt hier nicht? Das ist doch dämlich. Nachladen. Die nehme ich wieder. Genau wie die Granaten. Wir müssen ja auch nicht die Kämpfe suchen. Tja, das haben wir gut gemacht. Hier hinten wäre sogar ein bisschen Medizin. Granate. Molotow. Aha. Und da brennt einer. Aber auch nur leicht. Nur leicht angekokelt. So, jetzt Granate. Hat das was gebracht? Ist jemand tot? Er lebt ja noch alle. Oh, nicht schießen. Ich kann nicht nochmal drauf gehen hier. Also ich kann, ich will nur nicht. Die zieht aber. Daneben. Nachladen. Nachladen. Wo Munitionskiste? Wo Gesundheit? Ich glaube, wir gehen nochmal. Munitionskiste. Wunderschön. Wunderschön. Und irgendwo hier lag Gesundheit. Oh oh. Oh oh. Nein, ihr heizt mir nicht ein. Ich brauche Gesundheit. Hier liegt's doch irgendwo. Da! Wunderbar. Jetzt wird alles gut. Jetzt wird alles gut. Ja, Arsch verkriecht sich da einfach. Na, in der Zeit hätten sie schon längst das Flugzeug abheben lassen können. So. Voll auf die Möhre. Nachladen. Hab zwar nur noch 10 Schuss, aber jetzt sind es 11. So. Geht ihr selber in Deckung. Das muss reichen. Irgendwann ist auch genug geschossen. So, Frank. So, so, so. Tom. Frank. Ja? Der Don schickt mich. Dachte ich mir. Tut mir leid, dass du es sein musst. Schon okay. Soll ich ihm was ausrichten? Ich wünschte, es wäre besser gelaufen, aber Morello hat mir nachgesetzt. Ist okay. Nach 50 Jahren. Morello bot mir einen Tausch an. Die Geschäftsbücher für unser Leben. Und einen Flug aus der Stadt. Hat er die Bücher schon? So dumm bin ich nicht. Sie sind sicher. Morello wartet auf das. Ein Schließfachschlüssel bei der Grand Imperial Bank. Ich sagte Morello, ich würde ihn übergeben, wenn das Flugzeug startklar wäre.
Seine Männer wollten ihn vor dem Abflug holen. Ja, die sind jetzt tot. Habe ich erledigt. Sie sollen einsteigen. Mhm. Also, March, Alice, steigt ein. Frank, du kommst mit uns. Nicht jetzt, Schatz. Schnallt euch an. Tommy und ich haben etwas Geschäftliches zu besprechen. Aber Frank! Steig ein, March! Für Alice. Für mich. Bitte steigt in das verdammte Flugzeug. Ja. Ja, hier müssen wir noch ein bisschen Blei umverteilen. Verräter brauchen wir nicht. Tja, der Don hätte euch vielleicht auch geschützt. Keine Ahnung. Wurdest du bezahlt? Ja. Dann jetzt doppelt. Du fliegst die Damen hin, wo sie hin möchten. Ja, Sir. Danke, Tom. Gern geschehen. Wir hätten dir doch geholfen. Ich wollte einfach aussteigen. So oder so. Ich bin müde, Tommy. Müde, meine Frau anzulügen. Müde, vor jeder Fahrt unter den Wagen zu schauen. Und müde zu warten, bis mich der Don abknallt. Na, dann hast du gerade Glück. Darf ich selbst entscheiden oder abdrücken? Na komm, lass ihn doch einsteigen. Gott verdammt, Frank. Schönen Urlaub. Ich hätte mich auch dafür entschieden, ihn leben zu lassen. Gut, ich würde theoretisch jeden leben lassen. Schon uns verraten? Ja, doch auch so aussteigen. Ja, ist schwierig. Ist schwierig. So, dann holen wir mal die Bücher zurück und dann müssen wir unseren Boss anlügen, dass wir ihn ausgeschaltet haben. So. Hoffentlich passt der Schlüssel. Sonst sind wir am Arsch. Guten Tag, Sir. Hallo, Schließfach. Unten bei meinem Kollegen, Sir. Danke. Wo ist denn Ihr Kollege unten? So, ich bin bewaffnet bis oben hin. Geht mir besser aus dem Weg. Nicht das erste Mal, dass ich so viele Feinde ausschalte. Ja, ja, furchtbar hier. Sehr wusch. Ich hoffe, du bleibst anständig. Ich hoffe, ihr bleibt unanständig. Ich möchte zu den Schließfächern. Für Frank Coletti. Ah ja, Mr. Angelo? Ja. Mr. Coletti hat uns mitgeteilt, dass Sie Zugang erhalten sollen. Bitte, folgen Sie mir. Natürlich, natürlich. Deswegen wäre es schlauer, mich zuerst nach meinem Namen zu fragen. Hätte ich keine gewusst, dass ich Angelo bin, dann hätte ich dich mit meiner Schrotflinte bedrohen müssen. Da ist jetzt einfach eine Sprengladung drin, die sich öffnet, wenn man... Ja, jetzt gestorben. Ich holte die Bücher und verwischte meine Spuren. Salieri stellte nie irgendwelche Fragen. Abgesehen von der Beerdigung hat er nie wieder über Frank geredet. Was? Wen haben wir da beerdigt? Drei leere Särge? Ja, gut. Vielleicht sind die auch im Feuer umgekommen. Ein Glück taucht er nicht zu seiner eigenen Beerdigung auf. Oh, wer hat diesen Franzosen-Schnurrbart? Du
machst meine Jungs nervös, Marco. Sergio und ich wollen Frank nur unseren Respekt erweisen, mir nicht. Ich habe ihn lang gekannt. Fast so lang wie du. Ein guter Mann. Klug. Loyal. Loyal zu seiner Frau und vor allem seiner Tochter. Wenn darin keine Ehre liegt, ein Junge. Mag sein. Und doch stehe ich hier vor dem Grabstein seines kleinen Mädchens. Das Leben ist hart. Aber ich bin härter. Na gut, Kapitel abgeschlossen. Dann würde ich sagen, wir haben das Ende von dieser Episode erreicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.